Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge zu von Train Simulator 2022, der Dennis spielt das. Wir werden heute ein wenig ÖBB fahren, und zwar befinden wir uns in Glocknitz. Und ich werde das Ganze einfach mal starten, würde ich sagen. So, wir steigen in unseren Zug ein, würde ich sagen. Und so, wir werden erstmal aufrüsten. Beeinflussung. So, it's ready to drive. Dann werden wir die Türen öffnen. Wenn wir noch ein wenig Licht ins Dunkel bringen, würde ich sagen. So. Dann werden wir das noch ändern. ZB aus und ZB aus. Ja. Das dürfte soweit genügen. So, dann werden wir uns hier ein wenig umsehen, würde ich sagen. In Glocknitz. Was uns bewegt, die Krone macht's zum Thema. So, so. Schau in die Kronenzeitung. Ah ja. Das ist also unser Spielerzug. Geschoben werden wir von einer ÖBB Taurus. Und zwar der 1116-251-0. So, wir haben Ausfahrt. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. So, lösen die Bremsen und werden aufschalten. Eigentlich. So, jetzt aber. Auf geht's. Erste Station, Semmering. Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB.
Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. Wish you a pleasant journey with ÖBB. Ja, die Ansagen hören sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Wunderschön, wunderschön. So, 70. Dann kommt der Schiller Peter zu den Ideen. Wunderbar. Wunderschönes österreichisches Bergland, meine Güte. So, Semmering und schließlich Mölz Zuschlag. Welchen wir gegen 3:15 erreichen werden, also in einer guten Dreiviertelstunde. Wunderschön, die Aussicht, die Gegend, einfach traumhaft. Österreich ist wunderschön, muss man einfach sagen. Sie fast gedrückt, wir dürfen aufschalten auf 80 Stundenkilometer, dann werden wir das natürlich tun. Thank you.
So, ist natürlich immer etwas auf die Signale achten. Jetzt zum Beispiel sind wir wieder ein Stück zu schnell. Also die Strecke hier ist noch ein wenig, sagen wir mal, langsam fahrbedürftig, wenn man das so sagen darf. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht, so sieht man ein bisschen mehr von der Gegend, als wenn man hier mit 200 Stundenkilometer entgegenrast. Und wenn man ständig Gleiswechsel hat, ist dieses Langsamfahren gar nicht so unüblich, logischerweise. So, wir haben grün. Und der Zug hier links neben uns hat noch keine Ausfahrt. So, 70. Wunderschön, wunderschön. Muss man halt immer wieder mal zwischendurch in den Führerstand wechseln. Weil wegen der SIFA, die man leider nicht draußen hört, wenn sie aufleuchtet. Das ist ein wenig schlecht umgesetzt, muss man so zu sagen. Also man müsste die auch, wenn man sich außerhalb des Führerstands befindet, hören. Also das wäre schon schöner. Dann kann man ein wenig länger draußen verweilen, anstatt man so immer nur ein paar Sekunden nach draußen begeben kann, genau genommen alle 30 Sekunden, weil dann halt wieder die SIFA aufpoppt. Und eine Zwangsbremsung möchte ich gerne vermeiden, sobald es wie irgendwie möglich ist. KI-Verkehr ist auch ohne Ende voll vorhanden. Wunderschön. Immer in Form von einer Taurus- und SPD-Wagen. Das können auch ÖBB-Wagen sein. Es sind dann wahrscheinlich ÖBB-Wagen, weil wir halt wie gesagt in Österreich sind. So, und da steht es auch nochmal, um unvorhergesehene Zwangsbremsungen zu vermeiden, empfehlen wir dieses Szenario ohne PZB zu fahren. Ja, das tun wir, das tue ich ja sowieso grundsätzlich und in diesem Fall passt es sogar. Ich bin ein bisschen zu schnell. Ich muss mich schnell ändern. Also bremsen tut dieser Zug auf jeden Fall sehr gut, muss man echt sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so stark bremst. Also man braucht die Bremse gar nicht weit kräftig ziehen. Dann bremst er schon doch deutlich ab, muss man echt sagen. Also Respekt. Das sieht doch mit Sicherheit jetzt auch schön aus. Wunderschön. Machen wir mal schnell, ganz schnell zu laden. Dings von. So. Bevor die SIFA sich gleich wieder meldet.
So, dann haben wir den Pass auch gleich überwunden. Es sind noch gut 16 Kilometer bis zum ersten Halt in Semmering, bevor wir dann uns auf den Weg zur Unterhaltsstation Mützzuschlag machen mit unserem J-Red. Railjet, so heißt es, sorry, Railjet. Oh ja. Das ist übrigens die Hotline. Ob die Nummern jetzt stimmen, da bin ich leider überfragt. Wer es ausprobieren möchte, bitte schön, könnt ihr gerne machen. Ich werde es nicht tun. Intern, extern. Also ich würde dann auf jeden Fall, wenn ihr es versuchen wollt, auf jeden Fall extern anrufen. Die Strecke ist sehr tunnelhaftig. Ich werde ein bisschen langsam. Halten wir gleich an. Doppelbespannung, Taurus. Also noch sind wir auf vollem Zeitplan, 4 Minuten früher als geplant. Aber wir sind auch noch lange nicht da. Wer kann mir denn sagen, was diese gelb-schwarzen
standen, die hier ab und zu auf der Strecke auftauchen, zu sagen haben. Wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen könntet, weil ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht sind es da noch 10 Kilometer dabei. Jetzt kommt gerade wieder so ein gelb-schwarzes Ständchen. Wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt, was das denn wohl sein kann, wäre ich euch sehr verbunden. Schreibt in die Kommentare, helft mir da mal gerne weiter. Ab in den nächsten Tunnel. Also es ist eine sehr kurvige, sehr hügelige, aber eine malerische Strecke. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Wunderschön. Ah, jetzt habe ich den Berg im Weg. Kommt auch ein Railjet entgegen. Wunderbar. Übrigens, das ist der Innenraum. Passagieransicht. So, noch 8 Kilometer.
wunderschön. So. Gute 5,5. Wunderschöne Gegend. Wunderschön. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Semmering. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in Semmering. Wunderschöne Ansage. Sehr deutlich, sehr ruhig, sehr verständlich. Muss man wirklich sagen. So.
50 ist angesagt. So, kommt noch ein Tunnel, müsste man ja schon bald da sein. So, der Halt steht unmittelbar bevor. Aje, so langsam wollen wir dann auch nicht sein. So, jeden Moment sind wir dann in Semmering mit ein wenig Verspätung. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt allzu schlimm ist. So, öffnen die Türen und schauen uns mal ein wenig hier um. So, da steht noch eine schöne Taurus-Solo herum.
ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal den Ton von der Taurus an beim Anfahren. So, auf geht's. So, nächste Station, Mürzzuschlag. Also hier muss man ständig mit der Bremse spielen, weil ihr seht, wie es hier abgeht.
Günther Spital. Spital am Simmering, Hauptgleis 1. Es ist ein ständiges Spielen. Bremse loslassen, Bremse ziehen. Also ihr seht es. Und zwischendurch natürlich noch Sifa.
So, Nutzzuschlag ist sichtbar. Schaffen wir mit dieses Szenario zwar nicht erfolgreich, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht besonders ereignisreich, aber es ist eine schöne malerische Strecke und ein schöner Zug sowieso. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Mürzzuschlag. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in Mürzzuschlag. Und die Ansagen halten sich auch in Grenzen. Da wird auch nur das Nötigste besprochen. In zwei Sprachen und dann hat sich's auch schon wieder. Ein nettes Szenario für den Zeitvertreib, nicht mehr und nicht weniger. So, raus aufs Gegengleis. So, öffne die Türen. Und begeben uns nach draußen. So, dies war das kleine, hübsche, süße Szenario in Österreich. Und mir hat es gefallen. Ein schöner Zug, eine schöne Strecke. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, bis im nächsten Video. Macht's gut. Euer Delaney spielt das. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.